Wingity wangity wingity woo. Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play GTA San Andreas. Die Anmoderation war total bescheuert, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Aber wir sind wieder da und wir gehen mal kurz in den Bingo. Ja, denn wenn du in den Bingo gehst, ist alles Bingo, ne? Sehe ich ganz genauso, mein Freund, sehe ich ganz genauso. Ne? Wir gehen, wie gesagt, mal in den Bingo rein. Hey, und hi, welcome. Hey, back da. To the changing room, sir. Yeah, danke schön. Wie gesagt, wir holen uns mal ein paar neue Klamotten. Ich finde, es ist Zeit, mal wieder was Neues anzuziehen. Der Jogginganzug ist langsam aber sicher mal ein wenig out of Mode sozusagen. Leertaste zum Auswählen. Weißes Tanktop, grünes Hemd. Ah, das ist das, was wir schon besitzen. Gibt es denn auch komplett... Ja, 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 danke. Gibt es denn noch... Ah, ich bin rausgegangen. Komplett Bekleidung gibt es scheinbar nicht, ne? Also so eine richtigen Outfits quasi, die wir komplett überstülpen können. Aber ich glaube, das gibt es nicht, ne? Okay, ein grüner Hoodie, ein weißes T-Shirt, LS-Shirt, Karo-Hemd, Kampfjacke. Was ist denn eine... Was ist denn eine Kampfjacke? Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich würde sagen, die nehmen wir. Aber sowas von. Die ist gebongt, Alter. Jetzt noch eine schnieke Jeans dazu oder so und dann sieht das doch schon dann sieht das doch schon ganz viel besser aus. Genau, dann sieht das doch schon viel besser aus. Sweathose, eine Trackhose, beige Hose, grüne Hose, Trackhose, blaue Jeans. Einfach nur eine blaue Jeans? Das ist die, die wir eh schon haben. Ja, guck mal. Da ist es doch easy going, oder nicht? Am I invisible? Ja. Try on anything you want, sir. Die nehmen wir und dann gucken wir nochmal kurz, ob es noch ein paar neue Schuhe gibt. Aber ich glaube, die weißen Schuhe sehen da drauf eigentlich schon ganz gut aus, oder? Sag ich mal. Warte, Flipflops. Sehr gut. Schwarze Low-Tops, zeig mal. Oh. That OG is in the hood. Alles klar. So, haben wir den guten Nico mal einen neuen Look verpasst. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch die grüne Mütze ausziehen. Und eigentlich sieht die noch ein bisschen Billo aus. Was haben wir denn hier? Kopfbedeckung. Haben wir Bandana schon? Leoparden-Cowboy-Hut. Schön. Grünes Tuch nach hinten. Wie wär's denn hiermit? Kann man das anbieten? Das kann man anbieten. Wir müssen halt ein grünes Tuch nehmen, weil wir ja Grove Street Forever sind und so. Ah, wir haben noch eine Sonnenbrille. Blaues Tuch, schwarzes Tuch? Hä? Ach so. Ah, okay. Ja, dann lassen wir das schwarze Tuch an. Geil, ich wusste gar nicht, dass es... Stimmt, es gibt ja auch diese Tücher, aber warum sind die bei Sonnenbrillen? Macht jetzt irgendwie auf mich im ersten Moment nicht so wirklich Sinn, aber passt schon. Ketten? Hundemarken. Yo, Alter. Jetzt konnten wir uns endlich mal ein bisschen eindecken und natürlich auch die Dog-Tags. Die nehmen wir natürlich auch noch dazu und schon sollte man vor uns zumindest ein bisschen Respekt haben. Yeah. Have a wonderful day, sir. Danke, ich geh jetzt eine Bank ausrauben. Ciao. Zumindest sehen wir aus im Moment so, als würden wir eine Bank ausrauben gehen. Steigen wir mal auf unser Polizeimotorradchen. Und fahren dann mal zur nächsten Mission. Und das wäre dann in dem Fall nicht diese hier, sondern... ach komm, fahren wir mal zu dem Cop. Ja. Let's drive to the gang for the cold. Mit der Tenpenny. Shit. Mit der Tenpenny, yo. Yeah. Wir haben ja schon gut Bezirke eingenommen mittlerweile, aber natürlich noch nicht alles. Aber das machen wir nach und nach einfach. Ich glaube, da sollten wir uns jetzt nicht den allzu großen Stress machen. Mit dem ganzen Einnehmen und hast du nicht gesehen. Fortschritte bei Denise sind weniger geworden. Ja, das ist aber nicht schlimm. Das passt schon. Wir können uns halt nicht den ganzen Tag um Vögel kümmern, ne? Das geht nicht. Ja, zwar schön, aber es geht nicht. So, hier schon reinbiegen? Ja doch, kann man ruhig machen. Ich bin von der Bulette. Okay. Ach, die sind wieder im Donuthaus, ne? Super. Wenn wir die nur immer im Donuthaus rumgammeln können. Die Herrschaften. Alles gut, ich bin Polizist, Mann. So. Bum, badum, badum, badum. Grey Imports. Dave, where are you off to? Shit. Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence,
I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Ganz ehrlich, die standen gerade in der falschen Fahrtrichtung. Also auf der falschen Seite, aber es sind Polizisten, es sind korrupte Bullen, die interessiert das nicht. Wo ist denn jetzt mein Motorrad hin? Jetzt muss ich mir wieder ein neues Auto klauen, das war zum Kotzen. Stopp. Hey! Alter, du hast dich fast über den Haufen gefahren, Junge. Warte. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ciao. Adios, Baby. Ja, bist du für einer. Alter Drogenjunge. Yee, drugs are great, man. Okay, wir müssen zu den Docks. Komm. Lass uns. Ah, warte. Nein, das ist ein Motorrad. Na egal, scheiß drauf. Komm. Wobei. Na egal, komm. Wir fahren zu den Docks und müssen wohl die illegalen Waffenimporte nach Liberty City eindämmen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das schaffen. Wir könnten uns aber doch theoretisch gesehen auch einfach selbst dran ein bisschen bereichern, oder nicht? Ich meine, so ein paar Waffen wären doch nicht schlecht, oder? Oh, Entschuldigung. Und einige haben ja von euch gesagt, wir sollen unbedingt die Graffiti-Mission machen. Also wir werden diese ganzen Nebenmissionen auf jeden Fall irgendwie machen. Polizeimissionen und Feuerwehrmissionen und die Krankenwagenmissionen und so weiter und so fort. Die Feuerwehr. Ah! Toll, jetzt ist da natürlich ein Feuerwehrauto. Weißt du jetzt, wo wir in der Mission sind? Alter, ich kotze im Strahl. Das ist doch kacke. Super. Na egal, scheiß drauf. Das wird da schon noch was spawnen irgendwann. Entschuldigung. Das wird da schon noch mal irgendwann spawnen. Hoffe ich. Naja, jedenfalls Feuerwehrmissionen, Krankenwagenmissionen, Taximissionen und den ganzen anderen Kladderadatsch werden wir auf jeden Fall machen, weil wir dadurch halt eben Vorteile im Spiel bekommen. Also Krankenwagenmission beispielsweise setzt unsere Gesundheit auf ein gewisses Maximum nochmal, das ist ja auch nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall und auch die Feuerwehrmissionen machen wir, weil die viel Geld bringen. Erhöhen die auch noch irgendwas, die Feuerwehrmissionen? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall machen wir das alles, weil es A, Geld bringt. Und B, hat es auch Spaß gemacht. Und die Graffiti-Mission, da muss ich noch an dieser Stelle sagen, die werden wir auch machen. Allerdings nicht hier im Let's Play, sondern werde ich daraus dann eine Schnelldurchlauffolge quasi machen. Also ich nehme das Offscreen quasi auf, wie ich diese Graffiti-Dinger mache. Und schneide daraus dann einfach nur Offscreen Zusammenschnitt sozusagen. Russen und Ballers treffen sich im Lagerhaus. Du musst einen Weg nach innen finden. Oh Gott. Aha. Also das heißt, wir können auch einfach rumballern, ja? Was ist mit dir jetzt los? Ist das dein Ernst? Okay. Geh. Geh. Hau ab. Du gehst jetzt besser, mein Freund. Sonst wird das noch ziemlich ungemütlich für dich. Lass uns mal kurz einmal rumlaufen, ob wir da vielleicht irgendwo... Ich meine, wir haben die Waffen... zumindest die Möglichkeiten in Sachen Waffen... gegen die alten Pissbären anzukommen, aber ich würde halt doch gerne die direkte Konfrontation... mit den Herrschaften hier vermeiden. Das wäre schon toll, wenn das gehen würde. Deshalb lass uns einmal kurz den Weg uns machen... um dieses Lagerhaus herum. Wir schauen einfach mal. Was haben wir da? Guten Tag, junger Mann. Alter. Hey, den Binko-LKW könnten wir gut gebrauchen. Können wir da hochspringen? Nein, es geht nicht. Das ist zu hoch, ne?
Wir bräuchten ein Fahrzeug. Vielleicht hätten wir unser Auto mitnehmen sollen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, ne? Das ist ein Bullenwagen, den können wir uns schlecht klauen. Wobei, warte mal, gerade haben wir es fast geschafft. Ah, schade. Wir brauchen ein Auto. Taxi, scheißegal was für ein Auto. Da. Ah. Jetzt fährt hier auf der Seite natürlich keins, weißt du? Das ist auch wieder so typisch. So, gib mir mal die Karre. Irgendwo ein Cop in der Nähe? Ne. Sehr gut. Okay, ich glaube, hier sieht es soweit safe aus, oder? Du wirst Spago. Hä? Hi. Ich habe gar keine Tattoos. Hey, kannst du da nicht hochspringen? Alter, ist das dein Ernst? Doch, okay. Alles klar. Dann mal drüber da. Okay, wir müssen natürlich aufpassen vor dem Typen da im... Ne? Und so. In seinem verkackten Scheiß. Ihr wisst schon. Gabelstapler ist das Wort, das ich suche, genau. Wir können welche Waffe mitnehmen. Vielleicht erstmal nur die Pistole. Das ist vielleicht ja nicht mal so schlecht. Und am besten versuchen, nicht gesehen zu werden. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Könnten den Typen im Gabelstapler hätten wir gerade erledigen können. Machen wir aber natürlich nicht. Nee, wir lassen das, wir lassen das. Guck mal. Ob wir vielleicht auch so durchkommen. Okay, hier ist niemand. Hier ist soweit alles safe. Wie sieht es mit dem Gabelstapler-Typen aus? Der dreht hier gerade fröhlich seine Runden. Ich hoffe einfach mal, dass das, was ich jetzt hier gerade mache, nicht böse endet. Schauen wir einfach mal. Da war doch kein Schalldämpfer jetzt auf der Knarre, ne? Das ist auch ein bisschen doof. Mal gucken. So, der Gabelstaplerfahrer fährt darüber, das heißt, wir können die Position nochmal wechseln. Okay. Ist das nur der eine Typ oder was? Okay, jetzt hat er gut funktioniert. Ja, ohne Schalldämpfer war das irgendwie klar, dass das so enden musste. Aber es ging ja noch einigermaßen. Das Gute war, wir konnten sie einigermaßen überraschen. Und so halt eben Schlimmeres verhindern. Okay. Die scheiß Bullen sind halt wieder da, weißt du? Das war auch klar. Halt die Fresse, blöder Kopf. Na? Ist er denn? Ah, da. Zack. Okay, wir holen uns mal ganz schnell die Schutzweste hier. Ich denke, die können wir gebrauchen. Hätten wir auch hier oben irgendwo lang gehen können? Nein, ne? Das wäre... Ne, es wäre in dem Fall keine Option gewesen, alles klar. So, wenn es hier nochmal einer blöd kommt, da sind explosive Fässer, die können wir nutzen. Und wenn es sein muss, werden wir diese auch nutzen. Okay. Zack. Okay. Ah! Was bist du her? Alter. Oh, sehr gut.
Oh, Lebensenergie brauchen wir zwar jetzt gerade noch nicht so wirklich, aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Ha, ha, ha. Bam. Como se dice? La puerta. Ah, de la puta. Scheiße. Bam, den haben wir schon mal. Oder ein bisschen Ballers-Spasti, guck mal. Alter, dass man hier nicht seitwärts laufen kann, macht mich voll fertig irgendwie. Hä? Zack. Dachte ich mir schon. Dass das noch längst nicht alles war. Und ich glaube auch immer noch nicht, dass das schon alles war. Oh, dann liegt eine Kalasch, sehr gut. Aber war es das auch schon mit den ganzen Typen hier? Ich glaube. Oh, wir haben gut Munition gemacht, ne? Das ist. Ich, so langsam komme ich rein in das Game. Es war gut, dass wir ein paar Bezirke gemacht haben. Einfach um das Aiming so ein bisschen. Bist du der Waffenhändler? Bist nicht der Waffenhändler. Du bist auch nicht der Waffenhändler. Hä? Ist der unbesiegbar? Ah, na toll, der rennt weg. Alter. Okay, nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch. Boah, du Pisser. Okay, jetzt schnell hinterher. Nein. So, jetzt aber. Schnell hinterher, Mann. Boah. Oh mein Gott. Schnell. Alter Schwede. Gerade mal noch so geschafft. So, du alte Pissbirne. Jetzt bist du dran, mein Freund. Verfolgungsjagd durch den Alert River. Over and out, Motherfucker. Hä? Hat er sich gelöscht? Nee, hat er sich nicht. Dun. Dun, dun, dun. Kommen wir hier hoch? Nein, hier kommen wir nicht hoch. Sehr nice. Aber wir haben die Mission erledigt. Ja, super geil. Ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht angestellt. Das war gut. Das war gut. Wenn man halt ein bisschen vorsichtig vorgeht und ein bisschen taktisch, dann klappt das eigentlich einigermaßen. Es ist halt nicht immer nur meine... Es ist nicht immer meine Stärke, ich weiß. Ist ja schon gut. So, wir fahren einmal schnell nach Hause. Und das müsst ihr euch aber tatsächlich nicht antun. Wobei, ihr habt ja gesagt, die Folgen sind so kurz, ne? Ja, mal gucken, ob wir da vielleicht mal irgendwann ein bisschen längere Folgen machen. Aber ganz ehrlich, das war jetzt eine Mission so, weißt du? Das müsste eigentlich soweit passen. Weil bevor wir jetzt weitergehen, wir können ja nochmal ins Fitnessstudio gehen. Das wertet die Folge jetzt zwar nicht mega krass auf, aber ja, ihr wisst ja, Fitnessstudio ist auch nie verkehrt. So. Machen wir das eben nochmal schnell. Und dann, ist aber gut für heute. Was machen wir? Ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Ausdauertraining. Einfach, damit wir ein bisschen safe sind, weißt du? War das mit Leertaste oder war das nur mit Leertaste? Nee, das war nur Leertaste, okay. Oder auch linke Maustaste. Nee, ich glaube nur Leertaste. Jetzt fahren wir erstmal ein paar Strecken. Wir fahren so 2000 Kilometer oder so. Also, 2000 Kilometer, ja, genau, Tobi. 2 Kilometer meine ich natürlich, nicht 2000 Kilometer. Vielleicht schaffen wir sogar 2,5 oder 3 oder so. Dann geht die Kondition noch ein bisschen hoch, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir nämlich länger rennen. Achso, genau, und wenn wir, glaube ich, die Cop-Mission machen, hatte ich das richtig verstanden gehabt? Ich glaube, wenn wir die Cop-Mission machen, habt ihr in die Kommentare geschrieben, kriegen wir Waffen? Stimmt das? Waren das die Cop-Mission oder waren das die Graffitis? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es waren die Graffitis, mit denen man dann Waffen in seinem Zuhause quasi bekommt. Warte mal, was war nochmal? Stufe hoch? Ah, Stufe 9 hier, komm.
Jo, Alter. Muss ein bisschen ziehen, aber das geht. Eine Stufe runter, komm. Stufe 8. Die 3 Kilometer machen wir dicht heute. Oh nein, jawoll. Easy going, Mann. Wir sind eine Kampfmaschine. Der allerersten Güteklasse. Oh yeah. Alter, meine Hand fault ab. Okay, langsam ausradeln lassen. Boah, sehr nice. Noch ein paar Klimmzüge? Ach komm, machen wir noch ein paar Klimmzüge hier. 38 Kilo gönn dir. Oh. 38 Kilo gönn dir. Use your jab to get the range. Yee, use your jab. Zack. Keep it up. Zack. Vielleicht nochmal so 10 Stück oder sowas, das passt ja dann auch. Aber stell dir mal vor, du fährst erst 3 Kilometer auf dem Fahrrad, auf Stufe, was waren wir, 9? Und hast dabei dieses Bandana an und deine kompletten Klamotten und deine Jeanshose, deine lange Jacke. Und dann hast du auch noch dieses Bandana an, Alter. Während du dann nochmal Klimmzüge, also hier so Armtraining, Muskeltraining machst. Also ich würde schon dezent irgendwie verrecken, glaube ich. Schon ein bisschen übel. Naja, ich würde sagen, liebe Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch für diese Folge von GTA San Andreas. Das hat mir wie immer eine große, große Freude gemacht. Freude bereitet. Naja, whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir hören uns sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen 14 Uhr, denn dann geht's weiter. Bis dahin. Ciao. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.